Ja, und herzlich willkommen bei dem Video. Ich zeige euch heute, wie ihr Stream kostenlos runterladen könnt. Also als erstes mal geht ihr auf die Steam-Seite. Da müsst ihr in Google eingeben STEAM Stream. So, der Link von diesem Stream hier ist doch in der Beschreibung. Ja, gibt es hier, wie gesagt, Spiele, ganz viele, Call of Duty, Arma 2 und sowas. Auf jeden Fall, um es herunterzuladen, geht ihr um auf, also um sich zu registrieren. Da müsst ihr nämlich einen Account haben, sonst könnt ihr das Ganze nicht machen. So, dann geht ihr einen kostenlosen Account erstellen, registrieren. So, dann füllt ihr alles aus. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr das hier alles fertig habt, bla, ich stimme zu und ich bin 13 Jahre oder älter. Ja, also ihr müsst halt bei, ja, dann halt hier unten das machen, mein Account erstellen, hier oben ein alles einführen. So, um das herunterzuladen, dann geht ihr auf Steam installieren. Kommt hier 1,5 MB, dann ist das so ein Installer. So, auf jeden Fall installiert ihr das Ganze, dann meldet euch da an. So, dann kriegt ihr hier eine Stream-Datei, wenn ihr da doppelklick draufklickt, verbindet der sich mit eurem Account. Ja, ihr könnt auch Freunde, wenn die da auch angemeldet sind, könnt ihr Freunde schließen, aber erst, wenn ihr ein Spiel gedownloadet habt. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mit mir befreundet sein wollt, macht es ruhig. Ich nehme alle Anfragen ein. Ich heiße Jan-Hein 2. Ja, auf jeden Fall könnt ihr dann hier im Shop nach Spielen suchen. Meine Empfehlung ist jetzt Black Light Redemption Free to Play. So, wenn ihr dann da drauf geht, kommt ihr hier drauf. Das ist ein ja, Spiel. Naja, auf jeden Fall ist es sehr cool. Einfach hier auf Spiel starten, dann abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Ich will das nicht. Nein. Ja, auf jeden Fall downloadet ihr euch das dann. Ja, in der Bibliothek werden halt eure, ich habe jetzt Garry's Mod, T-Fortress und dieses Blacklight Redemption installiert. Ja, auf jeden Fall. Ey, nein, das will ich nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Ja, und dann schaut euch mal in meinen Kanal rein. Ich habe schon ein paar andere Videos. Abonnieren, kommentieren. Ja, auf jeden Fall dann. Tschüss.